Name ist Parkan Gül. Ich bin Amaro Laurent Rodekirchen. And my name's Mahas. I've been playing basketball for almost 5 years now, going on to 6, I think. Ich spiele Basketball seitdem ich glaube 11 war. Basketball angefangen habe ich halt, das war komisch. Ich habe vorher Fußball gespielt und ich habe halt eher immer so Basketball schon gelauft so. Und war dann erst in der Basketball-AG in der Schule und seit 5 Jahren spiele ich jetzt im Verein in Gelnhausen Basketball. What I like about the sport is the fact that it's pure competition and it doesn't matter from what your level of basketball is that everyone can pick up a ball and they can start playing, man. It's all inclusive. I've seen many different people, many different races. They all come together and only one thing is when we come onto the court it's the game. And that's what I love about it. Basketball war für mich immer so ein bisschen ein Ausweg von meinen Problemen, die ich so außerhalb hatte. Und sobald ich den Ball in der Hand hatte, selbst wenn es nur vor der Tür war, so ein bisschen zu dribbeln, das war halt dann irgendwie so mein Ausweg. Das war so meine Tür in eine andere Welt. Und dadurch habe ich dann halt auch Kontakte geknüpft, die jetzt meine allerbesten Freunde sind. So wie zum Beispiel Jonas, der hat das Projekt hier gemacht und ohne das Basketball-Ding hätte ich ihn nie gefunden und dann wäre ich nicht hier und hätte nicht so einen coolen Ausflug gehabt. Und einfach, dass du abschalten kannst, also das ist einfach, Basketball hat mir immer viel geholfen, dass ich einfach aus Struggle raus konnte mit einem Ball und einem Korb, also das war immer, Basketball war immer mehr für mich als ein Ball in den Korb werfen. Und, Basketball gibt einem so ein bisschen den Freiraum, seinen Kopf frei zu machen, wenn man Probleme psychisch hat, selbst mit den Schmerzen in den Knien, dann trotzdem auf den Court zu steppen und einfach da sein Ding zu machen, selbst wenn es nicht so geht, man spielt, bis du nicht mehr kannst und danach ist dann halt immer trotzdem wieder cool, wenn man halt das gemacht hat, was man liebt. I've been here for 3 years and what I like about this particular court is obviously, sorry bro, is the fact that anyone can come and play. So from like Indians to Italians to Germans, anyone in this uni, even Bulgarians, they come play here and sometimes we like to have the matches with Bulgarians as well. Wir sind hierher gekommen und haben eigentlich von so einem Typen, der von hier ist, gesagt bekommen, wir sollen nichts erwarten. Und dann sind wir halt mit null Erwartungen hierher gekommen, wie man das eigentlich immer machen sollte. Und dann kann man nur positiv überrascht werden. Und ja, Bulgarien ist crazy, also erinnert mich viel an die Türkei auch. Because they really push us, they drive us. And it's just to become a better player yourself. And you're always improving every day you come on the court. And that's what I like about this court here. Competition, manche sind krass, manche spielen auch im Verein. Also man merkt auch so die Levels einfach. Jonas hat mir schon immer gesagt, dass die Leute, sobald die einen Ball in der Hand haben und auf dem Court stehen, einfach offen sind und die haben Bock, Leute kennenzulernen, die haben Bock, Leute zu sehen, Leute zu treffen. Aber ich war noch nie selber mit dabei im Ausland, so in Deutschland und so ist ja immer klar, vor allem, weil da spricht halt fast jeder Deutsch oder halt zumindest Englisch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier überhaupt jemanden treffen und dann direkt so Leute wirklich so schon ins Herz zu schließen und man wird sich jetzt auch wieder erkennen, wenn man sich auf der Straße sieht. So, wir haben dann im Einkaufszentrum zwei von den Studenten getroffen von der Medical University und wir rufen denen so zu und die kamen so, ah ja, wie lange bleibt ihr noch, kommt ihr noch mal ballen und so. Und das hat mir tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr gezeigt, dass hinter jeder Figur, die man so sieht, wirklich ein Mensch und eine Persönlichkeit steckt. In London, I think people are more focused on their individual shots and their skill sets here, but then when we are here, everyone plays as a team, and you know, in basketball, playing as a team is the important thing. Wir sind hier jetzt gerade nachts, aber ball don't lie, ball is life. So wir sind halt einfach hier, wir müssen das. Es ist jetzt 2 Uhr nachts oder sowas, und hier ist halt einfach cool, dass nachts immer noch die Lichter an sind. So hier ist schon keiner mehr, die Lichter in den Wohnungen sind aus, aber der Court lebt noch so. Aber ja, man, cool einfach. Also hier auch mal geballt zu haben, hier auch mal Leuten in die Fresse geworfen zu haben, ist cool. Ja. Ja, Mann.
That's it. All right.